Vorgestellt, Pain, die zweite Vorschau und wir sind wieder zurück. Wir hatten ja einen Sturz von der Klippe gehabt und sind jetzt unterwegs und sollen diesem Kerl da folgen. Und hier können wir rüber und dann schauen wir mal, was uns noch zu erzählen hat, oder? Interagieren wir. Er war leider hier, als das Gepolter angefangen hat. Tut mir leid, aber wer bist du denn? Oh, gehört zu den Tambas. Wir reisen, studieren, praktizieren Politik und manchmal stecken wir in der Klemme. Gehe. Muss die Brücke reparieren, um ein paar Pfanden wieder hochzubringen. Also ich habe da einen Vorschlag. Du hilfst mir etwas Holz und Starrseil für die Brücke und etwas Nahrung für meinen Alpafan zu besorgen, denn sie hat ziemlich Hunger. Als Gegenleistung mache ich dir was für deine Blockade. Ich glaube nämlich, dass wir deinen Weg nach oben sein. Sieht ziemlich robust aus, aber ich habe gerade erst genau das richtige Ding dafür erfunden. Okay. Also wir brauchen Maholz und Stahlseil. Und Karant. Wo finde ich Karant und Stahl? Hier ist wohl Karant, wa? Nochmal. Karant haben wir schon einmal. Also das mit dem Essen wird wahrscheinlich am einfachsten sein. Ah, okay, das Holz liegt auch so auf der Erde. Na, okay, das wird jetzt nicht so schwer sein, weil es das hier reichlich gibt. Er zeigt es uns ja auch an. Ach, das Holz braucht man sowieso nur eins. Jetzt brauchen wir nur das Starrseil. Zup, und da wollten wir rein, aber das geht nicht, hat er gesagt. Okay. Starrseil. Wo kriegen wir das her? Gute Frage, ne? Keine Ahnung. Verletzen wir uns? Ne. Wir nehmen mal ruhig reichlich mit, oder? Ist nur die Frage, wo wir es wegkriegen. Da ist noch was. Aber das war jetzt was anderes. Ja, gehen wir mal wieder zurück, oder? Irgendwo muss die Starrseil ja haben, aber irgendwie hatten wir das in der ersten Folge drin, wie das geht, aber puh. Okay. Schlüsselgraffit. Noch mehr davon. Tja. Hier geht's nicht hoch. Wo kommen wir jetzt an das Zeug dran, ne? Haben wir schon alles? Das ist die Frage. Aber da vorne ging es ja auch noch weiter, oder? Oder hatten wir schon alles? Ja, hier wollen wir auch, oder? Ja. Ja, da müssen wir nochmal gucken. Wie konnten wir... Oh shit, ich habe irgendwas gegessen gerade. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zusehen... Wie wir ins Inventar wieder kamen oder sowas, ne? Weiß ich nämlich nicht mehr. Was macht er jetzt? Knien? Ah ja, okay. C ist kriechen oder sowas. X. Schalten wir um. Zwille oder... Schwert. Kuh. Anheften und verbrauchen, nur anheften. Achso, das hatten wir. Magierams. Dieses Starrseil macht mir noch Sorgen. Vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis, wenn wir den nochmal was fragen. Fauler Hund. Ja, jetzt ist die Frage, wie ich dahin kam. Gibt's hier eine Hilfe? Nein. Wie war das? Oh.
C hatten wir Griechen. X ist klar, da können wir die Waffe wechseln. Enter nimmt er nicht an. Wenn ich noch wüsste, welches das war mit dieser Tastenkombination. Also vielleicht. Nee. Okay. Schade, ne? War es auch nicht. Q ist Waffe wechseln immer noch. Oder essen. Das war so ein Tritt, okay. Keine Taste dabei. Kriechen wieder. Springen. Ich wüsste gerne, wie es war, aber ich weiß es nicht mehr. Jetzt haben wir ein Problem. War es Escape? Ja, es war einfach Escape. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ziele, Ausrüstung, oder fertigen. Okay, da können wir Stahlseil herstellen. Achso, wir müssen es länger drücken, damit der Stahlseil herstellt. Alles klar, so, das war's schon. Dann können wir ja zu ihm gehen und das mal gerade eintauschen, ne? Das hätten wir. Keiner von uns ist stark genug, die Brücke tatsächlich neu zu bauen, aber ich werde jemanden finden, der es kann. Hast du etwas, womit du in diese Höhle reinkommst? Nennt man Sprengstoffhäschen und von der leisen Sorte ist das nicht. Wenn du das Ding mit einem Projektil triffst, geht es direkt in die Luft. Sei vorsichtig damit. Okay, Sprengstoffhäschen habe ich jetzt bekommen. Wo waren das? Ne, da nicht, sondern da hinten war das. Okay, mein neues Ziel. Und dann muss ich in die Höhle. So, und jetzt? Wahrscheinlich wieder Escape und das auswählen. Gegenstand fallen lassen. Und dann gehen wir mal zurück. Dann müssten wir mit X die Waffe wechseln. Und dann zielen wir da mal drauf. Ah, das hatten wir schon mal mit dem Dingens, ne? Kriegen wir das hin? Kriegen wir nicht hin, oder? Wieso geht denn das nicht? Das ist ja irgendwie doof, oder? Dann müssen wir das wohl anders benutzen. Wie soll man das denn benutzen? Benutze Sprengstoff hier, um in die Höhle zu gelangen. Machen. Was in der Kreatur natürlich aufgewacht. Können in der Lage sein, den Weg zum Klippen aufzuzeigen. Okay. Das ist meine Aufgabe. Okay, das ist das Ziel. Das ist die Ausrüstung. Sammlerwaffenrock, okay. Haben wir an. Kann ich denn was fertigen? Stofftuch, Morgenheu, Schuppen. Maholz. Was mache ich hiermit? Kann ich fallen lassen und abbrechen.
Wie kann ich dieses Ding in die Luft gehen lassen? Das ist die Frage. Nutze ein Sprengstofffläschchen, um in die Höhle zu gelangen. Aber ich kann es doch nicht ausrüsten, oder? Tja. Kann ich es jetzt bewegen? Beziehungsweise treffen? Okay, jetzt hat's geklappt. War wohl zu nah dran, ne? Gut, weiter geht's im Takt der Musik. Jetzt kommen wir in die Höhle, die dann aber wahrscheinlich verschüttet ist oder sowas, ne? Okay, da geht's nicht lang. Mein Problem ist immer, ich ziehe das dann falsch los. Okay, gehen wir erst drauf. Zielen natürlich dann. Und kommen dann hoch. Machen Feuer an und laufen weiter. Das hat mit dem Sprengen gut geklappt. Zu spät gesprungen eben. Kriegen wir nochmal hin, oder? Auf geht's und hepp. Ja. Da ist wer. Ein komisches Tier. Was? Also Freund scheint er nicht zu sein. Ich wünsche, Aman wäre hier. Er wüsste bestimmt, was zu tun wäre. Ich werde gehen und kämpfen müssen. Wenn dein Ziel nah genug ist, kannst du über Mausbutton 3 darauf fokussieren. Okay. Ich glaube, ich nehme da das Schwert. Ich könnte natürlich von hier aus gucken, ob ich ihn angreifen kann mit der Zwille. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Okay. Ist die Frage, ob ich ihn... Da geht aber nichts runter, also bringt das nichts. Das bedeutet, ich muss ihn so angreifen. Oh, ich glaube, ich habe ordentlich einen Gewicht gekriegt. Okay, das war, oder? Ja, da ist die Luft raus. Da haben wir noch einen Schnapper Oberschenkel bekommen. Noch mehr Zeug. Mutzler-Essenz, okay. Kleine Falter hier. Da haben wir den erwischt. Und wir sind natürlich auch ein bisschen angekratzt. Was ist das? Ein Sprengsatz oder was? Ich glaube, da brauchen wir nichts. Ach, da kommt was rein oder so.
Ein Riecher für einen Ausweg aus dem Höhlenraum, okay. Was haben wir denn? Schmutzleissenz. Was können wir da reintun? Im Prinzip nix. Ja, gibt's hier irgendwo noch was? Ist die Frage, ne? So. Ne. Wie könnte ich das Ding dazu kriegen, dass was mal passiert? Müssen wir hier irgendwo noch was finden? Ich könnte diese Fackel nehmen und die da reinstecken. Alles klar. Okay, das sah jetzt nicht zuerst danach aus, ne? Und dann können wir das da platzieren und schon passiert was. Okay. Und jetzt? Waren wir da schon mal? Könnte sein, ne? Dass wir da schon mal waren. Das ist jetzt der Ausgang dazu, oder? Schauen wir mal, ob wir wieder oben sind. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, hier waren wir schon. Aber... Das ist doch eingestürzt und wir kommen nicht weiter, oder? Da oben müssen wir hin. Ah, okay, da können wir hier noch rum. Könnte doch klappen, ne? Dass wir da hinkommen. Alle tot, wa? Sieht nicht gut aus hier. Sieht nicht gut aus hier. Aber da sind die anderen. Ja, bin ich. Du musst auch das über schlechtesten schon diese Klippen Bescheid. Wo ist Aman? Ich muss ihm erzählen, was passiert ist. Aman ist bestimmt tot. Alle schweigen. Hui. Wir Edwin und ihren haben nicht überlebt und er gehört auch zu den Opfern, hui. Aber er muss doch davon gekommen sein, oder? Er ist weggesprungen. Er muss da unten sein. Wir haben ihn gefunden. Er muss sich von der Fahrer weggestoßen haben. Es tut uns so leid. Ich glaube dir nicht. Er muss noch da sein. Aman ist stark. Der Mann bei seinem Aussichtspunkt. Wo ist sein Aussichtspunkt? Ich müsste noch da. Okay. Gehen wir da mal hin, oder? Wenn er denn da ist. Da wurde er vielleicht bestattet dann, oder was? Das hier ist seine Karte. Er wollte die ganze Welt kartografieren. Tja. Traurig.
Oma hat auch noch Probleme. Ja, ich glaube nicht, dass wir da eine Lösung finden, wenn wir zum Dorfplatz gehen und das aufbauen. Und Aman hätte es auch nicht gewollt, wie er das schon sagt. Aman wollte immer hinter die Tür gucken. Das wird seine Aufgabe sein. Das ist Pine. Wasserfall, See, Gebirge und der Höhleneingang. Er ist schon zurück. Erste bescheidene Schritte. Gucken wir uns mal die Karte an, oder? Ja, so ein bisschen hat er wohl schon erkundet gehabt. Dein nächstes Ziel ist ein Erkundungsziel. Das Ziel ist nirgendwo innerhalb des markierten Bereichs zu finden. Okay. Finde Oth. Ja, unser nächstes Ziel ist Oth zu finden und ja, ich würde aber erst hier wieder einen Cut machen. Wir können dann aber auch noch eine dritte Folge machen, denke ich mal. Und schauen uns noch ein bisschen um. Ich finde es, wie gesagt, ganz cool gemacht. Richtig schönes Flair hat das Spiel. Geschichte ist da. Mich interessiert jetzt noch ein bisschen, welche anderen Tiere sind da oder sowas. Oder ne, Kreaturen und der Oth, den sollen wir ja finden. Vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen mehr. Ich denke mal, wir gucken da noch einmal rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wenn das nächste Video von mir hochgeladen wird. Und ja, Kommentare sind zum Kommentieren da. Schreibt mal was drunter. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.